Laurent Kogel für Kunsthaus 15. An der Kamera, wie gewohnt, André Amkreuz. Galeristisch und die Kunst, die ich hier zeige und präsentiere, natürlich ganz weit vorne, ganz weit oben. Ich habe mir das gedacht. Ich kann mal etwas sagen über meinen ersten Eindruck, den ich vor 4 Wochen hatte. Ja. Da war ich mit meiner Frau hier, ja. Und bei 1 Minute und ich war begeistert. Warum? Ich will Ihnen das sagen. Ganz einfach. Ein altes Industriegebäude transformiert in eine Top-Galerie. So einfach ist das zu sagen. Das kann man so sagen, wobei dieses Fabrikgebäude, dieses Fabrikgebäude, in dem ich mit meiner Galerie hier jetzt seit dicken 2 Jahren ansässig bin, das hat ja auch eine ganz lange Geschichte und das merkt man irgendwie. So historisch geprägte Räumlichkeiten finde ich sowieso immer sehr dankbar, irgendwie um Kunst zu präsentieren. Man ist natürlich auf eine gewisse Weise ein bisschen eingeschränkt in der Präsentation, als zum Beispiel in so einer White Cube-Situation. Aber ich habe das gerne, so historisch geprägte Räumlichkeiten zu knechten und zu gucken, wie da wo was passt und die optischen Dialoge dann so zu basteln, ja, dass eine Ausstellung auch als Gesamtkonzept funktioniert. Und in dieser Fabrik sind 21 Mietparteien, wovon ich einer bin. Ne? Also wir haben ja auch ganz viele Büros, ganz viele Ateliers und eine Etage komplett hier ist die Siebdruckwerkstatt, das Atelier Kadein, die hier ein Sozialprojekt auch irgendwie machen. Also hier ist immer ordentlich was los, hier ist Fluktuation, hier sind Leute, hier ist es lebendig, ne? Über die Woche. Hier nebenan haben die Architekten hier Büro und Plan hier, die gehen hier mit Kundschaft durch, denn auch an den Werten, die ich dann galeristisch hier präsentiere, wie auch in der dritten, nee Quatsch, wir sind in der ersten Etage, in der zweiten Etage auch noch diverse Büros halt sind. Wir sitzen hier gerade auch in dem Atelier, das ich mir mit den Künstlerinnen Tanja und Nina Moosblech teile. Und also so hier, es ist schwer quasi, wenn man privat wohnt, hier zur Ruhe zu kommen. Herr Fleiken, Sie waren jahrelang international unterwegs, ja, und wir sind hier in eurem Kettenis. Richtig. Nun sagen Sie mir doch mal, was hat Sie auf die Idee gebracht, so eine tolle Galerie in Eupen-Kettenis zu machen und nicht zum Beispiel in Düsseldorf? Das habe ich mich auch gefragt, als ich die Galerie dann, als diese Galeriepläne immer deutlicher wurden und für mich das eigentlich dann auch eine logische Konsequenz als Ausstellungsmacher war, hin zu einer eigenen Galerie.
so habe ich mich auch gefragt, wo ich das denn mache. Ne? Und dann ist mir natürlich auch, sind mir natürlich auch die üblichen Bekannten halt eingefallen, Brüssel, Düsseldorf, Köln, Aachen. Lüttich, Verviers habe ich auch überlegt. Ne? Aber ich bin dann wirklich auf die Idee gekommen, dass Eupen, ne, Eupen sehe ich immer so als Zentrum der Peripherie, man ist sehr schnell weg von hier und auch schnell hier. Ne, alles, was eine Stunde Autofahrt um Eupen herum ist, habe ich mir dann als Aufgabe gemacht, auch zu mir quasi in die Galerie zu holen. Ich habe gedacht, wenn die Inhalte stimmen, dann kann man Sachen überall machen, wo die Leute kommen. Und das geht auch, dieses Konzept scheint auch aufzugehen, denn ich habe die Leute, die eine Autofahrtstunde um Eupen herum wohnen, ständig in wechselnden Konstellationen bei mir hier auch in der Galerie zu Besuch, zu den Veranstaltungen. Ich muss wohl sagen, dass das keine einseitige Sache sein kann, sondern das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass ich mich eine Stunde außerhalb um Eupen ständig rumtreiben muss und die Leute im übertragenen Sinne dann an die Hand nehme und meine Kärtchen verteile und auf mich aufmerksam mache und die Ausstellung, die ich hier mitbringe. Das ist halt auch so. Das ist ein Großteil meines Jobs, die ganze Akquisearbeit und überhaupt die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ne? Die nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Das wusste ich auch vorher, ne? Und die muss einfach auch gut sein. Ne? Da gibt es gar nichts. Und das ist also wirklich auch Großteil meiner galeristischen Arbeit, dass ich hier halt viel Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mache und viel Akquisearbeit. Ich habe mich mit Ihrem Galerieprogramm mal auseinandergesetzt. Hab mal geschaut. Wer hat hier schon ausgestellt? Es sind in der Regel hochklassige Künstler, die sich hier präsentieren. Somit, deshalb sage ich das, stellt sich natürlich die Frage, oder beziehungsweise vermute ich ganz stark, dass sie sich natürlich auch in Richtung Kunstsammler bewegen. Das bedeutet also Kunstsammler im ganz klassischen Sinne ansprechen. Liege ich da richtig oder ist das eine Fantasie von mir? Nein, da liegen Sie richtig. Mir ist es natürlich, das ist eigentlich meine große Herausforderung, mir hier ein Sammlernetzwerk aufzubauen, um dann auch wirklich vollständig von dem galeristischen Betrieb leben zu können. Noch über diesen galeristischen Betrieb habe ich auch noch einen Consulting-Bereich, den ich für Firmen und Institutionen als Dienstleistung anbiete, im Bereich Kulturmanagement oder Art Consulting. Und die Galerie trägt sich komplett selbst. Ich würde halt gerne nur vollständig als auch Galerist dann nachher später davon leben können. Und da arbeite ich drauf hin. Irgendwie bin ganz erfreut, irgendwie, dass nach diesen 2 Jahren es eigentlich schon so gut angelaufen ist, dass der galeristische Betrieb selbst trägt. Und dass wirklich die Leute nicht nur hierher kommen, sondern dass er auch gekauft wird. Und natürlich richte ich mich auch an Sammler. Der nächste Schritt bei mir wird sein, als Galerie auch wahrgenommen zu werden, in der man halt auch ab 10.000 Euro kaufen kann. Ja. Ich bin also unteres Marktsegment. Ich habe von Kunstwerke anzubieten von 50 bis 22.000 Euro. Und da bin ich quasi preislich unteres Marktsegment. Und so muss ich mich halt langsam höher bewegen, um dann halt auch als eine höherpreisige Galerie wahrgenommen zu werden. Das geht mit dem Künstlerkader, der Künstlerkader, den ich habe, ne, der lässt das auch zu, da preislich die Sprünge so zu staffeln, dass das, ich denke mal so in 3 Jahren bin ich mit allen Künstlern, habe ich die einmal groß gezeigt. Das war Quatsch, das sage ich nochmal alles. Als Galerie richte ich mich natürlich auch an Sammler, wobei private Verkäufe genauso schön sind. Ne? Aber die regelmäßigen Käufe durch Sammler ermöglichen Galeristen natürlich irgendwie das bessere Planen und freiere Arbeiten. Ja, klar. Und ich komme gerade von der Australe in Dresden und das ist ja Deutschlands drittgrößtes Kunstfestival und wird auch mal die Documenta des Ostens genannt und es kommt auch hin. Denn nach der Documenta der Berlin Biennale ist die Australe das drittgrößte Kunstfestival in Deutschland und es ist jetzt nicht mehr jährlich, sondern das erste Mal eine Biennale. Und da habe ich auch sehr viele Sammler getroffen und mich mit denen unterhalten, die zum Beispiel auch den Leihgaben aus ihren Sammlungen für die Ausstellungen bereitgestellt haben. Und ich sehe halt auch dadurch, bei über 1200 Exponaten von über 250 Künstlern und Sammlern, die da zusammengetragen wurden, sehe ich dann auch
diesen Markt für zeitgenössische Kunst, ne, den sehe ich dann, da fühle ich mich dann doch immer ermutigt, wenn ich dann sehe, wie viele Sammler es wirklich eigentlich gibt, die sich die lebende Künstler sammeln und in junge Künstler investieren und mit Galeristen Schritte gehen, um junge Künstler aufzubauen, ne, an diesen gemeinsamen Glauben und, und. Und so habe ich auch quasi mein Fächer quasi so zusammengestellt aus Künstlern, die ich galeristisch vertrete. Das war am Anfang ja die Frage, mit wem starte ich, wer geht überhaupt den Weg mit mir, wer möchte überhaupt mit mir zusammenarbeiten. Und über die letzten 16 Jahre als freier Kurator und Ausstellungsmacher habe ich ja natürlich ein natürlich gewachsenes Künstlernetzwerk und da soziale Kompetenz bei mir auch immer ein Qualitätskriterium ist, habe ich mich dann ganz schnell auf die Künstler festgelegt, die ich auch persönlich sehr gerne mag. Ja. Ne? Über ihre Arbeiten hinaus schätze ich die auch sehr. Und das kann ich nur jedem empfehlen, das erleichtert die Arbeit ungemein, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, denen man vertraut. Ja. Kennt ja jeder. Ne? Und ob man sich vertraut, das weiß man ja eigentlich auch irgendwie innerhalb der ersten 10 Sekunden, wenn man sich trifft und ganz ehrlich zu sich ist. Ja. Ne? Dann kann man das irgendwie ziemlich genau, finde ich, definieren. Und wenn man da auf sein Gefühl lernt zu hören, dann gerät man da auch nicht so häufig da an Arschlöcher. Ach nein, ja. Ich denke, das sind natürlich sehr, sehr gute Voraussetzungen, eine Galerie erfolgreich zu betreiben. Wobei man ja auch sagen muss, ein Beitrag habe ich das auch gesehen, dass Sie wohl sagten, in einer Zeit, wo Galerien sterben, dann habe ich eine eröffnet. Ne? Man muss sagen, also wenn ich diese Zeitschrift Atelier sehe, die berichten ja permanent diese Galerie zu, da ist das schon irgendwo auch ein Wagnis. Ne? Das kann man doch sagen. Ganz, ne? Ganz klar. Ne? Wobei ich den großen, also es ist ein Wagnis quasi heute mit. Natürlich ist es ein Wagnis, heute eine Galerie zu eröffnen für zeitgenössische Kunst und dann auch noch mitten auf der Kuhwiese und um einen herum, selbst in den Großstädten, fängt das große Galeriesterben an. Das war auch ein Wagnis. Ich hatte den großen Vorteil, dass ich, wie gesagt, nicht bei Null angefangen habe, sondern durch meine Arbeit über die letzten 16 Jahre eigentlich auch sehr viel, nicht nur Kontakte, sondern auch sehr oft dann so in Agententätigkeiten auch reinkam, ne, und die Schnittstelle halt war zwischen Käufer und Künstler oder Sammler und Künstler. Und das ohne die Form einer eigenen Galerie. Ne. Das hat ja der Helge Achtenbach uns auch gut vorgemacht, wie man eine Galerie für von daher, ich fing nicht direkt bei Null an. Ja. Ne, und ich habe auch schon für viele Galerien vorher gearbeitet und hatte dann eigentlich den Luxus, die anderthalb Jahre, die ich hier dran gebaut habe, das alles galeristisch so auch präsentabel zu machen, wie ich mir das vorstelle. Und habe jetzt den Luxus, wirklich nur die Sachen auch machen zu können, die ich auch will. Und das alles so zu machen, wie ich das auch für richtig halte. Und das ist ein echt schönes Gefühl. Und auch zu sehen, dass es funktioniert, das ist ein viel schöneres Gefühl. Und durch meine Arbeit hier ist es natürlich auch, ich lebe privat noch hier über der Galerie und arbeite quasi dann einmal die Treppe runter. Ne? Ja. Das ist noch so eine Form des Leben und Arbeiten, des Lebens und Arbeitens irgendwie an einer Stelle, die ich mir so sehr schön vorgestellt habe. Ich musste aber dann doch ehrlicherweise schnell konstatieren, dass ich da nicht selbstdiszipliniert genug bin. Ich mache wieder lieber was Schönes mit den Kindern oder lasse mich irgendwie abziehen oder kochen zusammen oder essen zusammen. Ne? Und dann bin ich aber auch nicht wirklich dabei, ne? Weil ich weiß, wie viel Arbeit mir noch hinter der Tür anguckt und so habe ich jetzt das quasi in die Hand genommen, dass ich privat und beruflich das räumlich trennen werde und wir wollten ein kleines Häuschen in der Nachbarschaft hier ziehen werden und ich die Galerie dann hier behalte. Herr Fleig, wie viele Ausstellungen machen Sie? Also ich mache, ich hatte, um erstmal überhaupt in die Köpfe der Leute zu kommen, habe ich erstmal Feuer aus allen Rohren und sehr viele Ausstellungen gemacht. Im ersten Jahr waren es, glaube ich, 9. Ne? Das ist viel. Und das ist viel. Ich bin jetzt in der 14. oder 15. Ausstellung. Ja. Und ich habe das jetzt, ne, nachdem ich dann nach so einem Raketenstart dann hingelegt habe, wieder ein bisschen zurückgefahren. Ich mache jetzt 5 Ausstellungen im Jahr plus eine Sonderausstellung,
die entweder nur ein Wochenende oder maximal zwei Wochen bzw. drei Wochen andauert. Diese Sonderausstellung war im letzten Jahr eine sehr politische. Dieses Jahr wird es eine Schülerausstellung sein mit Schülerin der Malerin Tanja Mosbeck, die hier am Wochenende ausstellt. Und im nächsten Jahr werde ich eine Schau Dresdner Künstler zeigen. Guten Morgen, ich spreche gerade von dir, dass du die diesjährige Sonderausstellung mit deinen Schülern darstellst. Na, Jim? Ich glaube, ich weiß nicht. Ja? Hey, hast du nicht gemacht? Ja. Ich habe auch immer über die gefragt. Wir haben wirklich alles gemacht, was wirklich interessant ist, mit der Galerie zusammen, mit ihren Aktivitäten zusammenhängt. Ich fand's gut. Schön. Wie eben schon gesagt, wir stehen hier vor einem Bild der Malerin Anja Jansen. Ja. Dieses Bild von Anja Jansen, Rites of Passage, ne, also Übergangsriten eigentlich, ne, Passageriten, das ist ein Thema von Anja Jansen, das sich, glaube ich, so durch viele ihrer Arbeiten zieht, Transformation, ne, vom Mädchen zur Frau, vom Lebendigen zum Geistlichen. Ne? Da hat sie halt sehr viele ihrer Serien spielt sie mit dem Thema Transformation. Anja malt mit Öl auf Leinwand und sie hat es hervorragend drauf, diesen hyperrealistischen Stil dann noch so weit auszukitzeln, dass man, sie arbeitet einerseits mit einer Unschärfe und andererseits sind die Farben immer einen Ticken drüber. Also, ne? Das Lila, was sie da drin hat, diese Tick Unechtheit, der macht dann quasi das Hyperrealistische aus. Ne? Bei diesem Bild ganz faszinierend, was mich persönlich, oder meine persönliche Erfahrung von diesem Bild war folgende, dass ich natürlich zuerst sehr eingenommen war von dieser Stirn. Ich weiß jetzt nicht, ob man das in der Kamera sieht, von weit weg sieht das Bild wirklich scharf aus. Aber wenn wir nochmal rangehen, dann sehen wir hier eine komplette Unschärfe, die sie da gemalt hat. Ne? Und das Einzige, was auf diesem Bild wirklich scharf ist, das sind diese kleinen Hundebälle, die sie in dem Schoß halt entlang, ne? Die sind quasi im Fokus. Die habe ich aber erst auf den dritten Blick gesehen, weil ich natürlich erst von dieser monströsen Stirn so eingenommen war. Ja. Und so hat Anja Jansen so viele von diesen kleinen, Hits, die einen von den Sehgewohnheiten her immer ein bisschen irre leiten. Ja. Ne? Aber das macht natürlich auch, das ist interessant dann, auf den zweiten Blick. Ja. Ist der zweite Blick eigentlich wichtiger als der erste Eindruck. Ne? Ja, also ich kenne Anja jetzt seit 2004 kenne ich Anja Jansen und ich habe auch schon einige Ausstellungen mit mir gemacht. Ne? Und ich bin immer wieder fasziniert irgendwie von ihren Serien. Auch momentan ist sie eigentlich so ein bisschen ethnologisch mehr unterwegs und malt hervorragend afrikanische Frauen und formt auch Köpfe, man ist auch plastisch jetzt unterwegs. Aber ihre Malerei begeistert mich eigentlich sehr. Und ihre alten Serien, die ich in dieser Ausstellung hier gerade zeige, The Hour of the Wolf in the Land of Milk and Honey heißt die, diese Ausstellung, die gehen bis 2013, 2014. Das hier ist von 2010. Da drüben das Bild ist auch ein Hausprojekt, das ich 2013, 2014 dann irgendwie so kurz hoch. Und ihre neuen Arbeiten zeige ich gar nicht. Ich wollte sie quasi den Leuten erstmal so vorstellen. Ja. Wobei sie in Maastricht auch gut vertreten ist und ich sie auch 2010 bei der Out of Australia im Kulturzentrum Alter Schlachthof schon gezeigt habe, nach der Bauphase 1. Aber innerhalb einer Gruppenausstellung. Und in dieser Doppelausstellung fand ich das halt so interessant, zwei Frauen nochmal zu präsentieren. Eigentlich habe ich meine Galeriekünstlerin Mariko Saito, ich meine, sagen wir, vielleicht müssen wir das nachtragen. Mariko Saito ist eine Japanerin, aber wir gehen jetzt nicht. Ja. Die Mariko Saito ist eine Japanerin, die aus Tokio stammt, die in den letzten 10 Jahren nach Paris gelebt hat und jetzt in Mannheim. Also da habe ich sie quasi entdeckt, beziehungsweise über Freunde, wie das dann so läuft. Ja. Meine Freundin ist aus Paris hierher gezogen, die ist Künstlerin, schau dir doch mal ihre Arbeiten an,
ist das vielleicht was, könnt ihr vielleicht zusammenarbeiten. Ne, die liegt jetzt in Wahlheim, ja. Ne, die muss jetzt mal hier ein bisschen, ne, aus dem Quark kommen und so sind wir denn. So bin ich auf die Marike Seite gestoßen, von dem Internet auf ihre Website, ihre Arbeit schon unwahrscheinlich spannend und bin dann ja, zu ihr ins Atelier gefahren. Und da habe ich, hab ich sie dann halt persönlich kennengelernt und über ihre Arbeiten, im Original gesehen. Und da habe ich gedacht, jo, Und da habe ich gesagt, wie zeige ich denn mal zu? Und weil sie ja eher monochrom arbeitet, habe ich dann, ich sag mal, die bunte Anna Jansen dazu genommen. Ja. Und viele ihrer Eltern werden gezeigt. Und ich muss sagen, das funktioniert sehr gut mit den beiden. Die, wie soll ich sagen, die Diversität beider Werkgruppen, die schauen sich gegenseitig hoch, wenn sie zusammenhängen. Ich bin froh, dass David Lynch Charme mitspielt. Ja, ja. Mal Harlem Drive. Genau. Und der Hintergrund sieht man ja auch, ja. Alles komplett scharf und hier vorne wieder mit dieser Unschärfe gearbeitet. Aber den nehme ich jetzt gut. Das ist, ne? Ja. Das ist ein bisschen, ja. Das ist genau. Wobei jetzt sie sagt, irgendwie, sie hält sich eigentlich weniger an Grusel auf oder an diesen schaurigen Gefühlen, sondern für sie ist die Melancholie eigentlich eher Mittelpunkt, die sie versucht in ihren Bildern halt darzustellen. Aber für mich spielt sie auch ganz klar so ein bisschen mit dem Grusel-Gefühl. Also ich kann zum Beispiel zu den Bildern sagen, dass sie natürlich von der Technik her, hervorragend sind. Was ich eigentlich, also das ist meine persönliche Sicht, eigentlich schon in der Malerei immer noch für sehr wichtig halte. Ja, man kann es auch anders sehen, ne? Aber ich denke, dass man zuerst mal das Handwerk beherrscht und dann noch tolle Bilder macht. Ne? Also das ist ja, das ist überall dasselbe. Das ist in der Musik, glaube ich, auch so, dass man muss sein ABC können, man muss sein Handwerk beherrschen, um dann wirklich auch sein Musikinstrument dann so spielen zu können, dass man dann intuitiv nachher auch ist. Ne? Aber das ist natürlich eine Menge Handwerk, die man vorher lernen muss. Genauso ist es natürlich auch als Maler oder Malerin in diesem Fall. Und die ist technisch brillant. Ne? Also auch wenn sie an so einem großen Bild vielleicht 3 oder 4 Monate malt, das ist schon, viele meiner Besucher konnten gar nicht glauben, dass das Öl mit Pinsel ist, ne? Sondern die dachten an Airbrush, zuerst gesehen haben, die Bilder. Und bei dieser Serie, Double Edge ist die Serie, da hat sie ein Zwillingspaar gefunden, die damals 2004 bis 2006 und 2005 habe ich die gezeigt, da waren die so 14, 15 Jahre, die Zwillinge, und also so alt, wie sie auch auf den Bildern zu sehen sind. Ne? Und das erste Mal habe ich die dann auch gezeigt, da waren die Bilder gerade trocken. Und da haben wir das in einem Parkkunstforum in Emmerich, eine große Ausstellung Back to Back mit Anja Jansen gezeigt. Und da waren ganz viele dieser Zwillingsbilder halt zu sehen. Und die Zwillinge selber, die haben wir auch eingeladen, einen in einen roten, die andere in einen blauen Trainingsanzug gesteckt. Und die sind dann herumgegangen und haben die Getränke serviert. Und die waren natürlich wie den Bildern entsprungen. Ja, weil die genau das Alter da hatten, irgendwie, was sie damals, als die Bilder entstanden. Und die Reaktion der Leute war unbezahlbar. Das war wirklich geil. Also grandios. Ja, das war wirklich echt Spaß. Also von so verschüchterten, irritierten, nochmal wieder ans Bild schauen. Und das war großartig. Ja, prima. Ganz genau auf dem Kanal. Als nächste Ausstellung kommt dann meine große Sommerausstellung im September. Und die eröffnet, ich möchte fast sagen zweiteilig, denn ich werde Dorte Göden zeigen. Dorte Göden ist eine Papierkünstlerin, die sehr viel mit Papierschnitten macht und zeichnet. Ihre Zeichnungen, die meistens immer quasi als Entwürfe für dann nachher die Schnittarbeiten. Aber dass so schöne Zeichnungen rausgekommen, die möchte ich auch gerne ausstellen. Und das ist auch in ihrem Sinne, also sie finde das selber gut, quasi auf ihre Zeichnung zu präsentieren. Und die sind auch oftmals sehr schön und ganz anders, als es nachher wirklich das Papiermodell geworden ist. Und, oder die Papierarbeit. Und Dorte Göhns Ausstellung wird ein Kooperationsprojekt werden, beziehungsweise ist ein Kooperationsprojekt mit dem Raum für Kunst in Aachen. Die Helga Scholl wird am 8.9., also am
8. September dort Dorte Göden groß eröffnen, in der Sommerausstellung vom Raum für Kunst. Und einen Tag später, am Samstag, den 9. September, eröffnen wir dann hier. Spannend. Bin ich hier auch gleich. Gut, ich bedanke mich für das Gespräch und dass Sie die Zeit im Seminar haben. Vielen Dank.